Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Secret of Evermore, wo der Hund irgendwo gerade... Ach, da hat er rumgeschnüffelt, okay. Gehen wir mal zu Gallenstein. Oder auch nicht. Geht wieder gut los. Ja. Gallenstein? Hallo? Huch. Eine Rakete. Cool. Da ist nichts, Hund. Das werden wir auch nochmal gucken. Nicht. Schade. Wo ist er denn? Hallo? Oh. Sei gegrüßt, Chris. Hi. Cooles Teil hast du da. Ja, diese Erfindung hat es mir ermöglicht, viele andere Länder zu sehen. Das ist voll abgefahren, Opa. Wir haben auch schon einiges gesehen. Aber eigentlich wollten wir nur die Raumstation erreichen. Wir wollen nämlich heim, nach Groß-Ostheim. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich kann euch da weiterhelfen. Nun, da der Raumgleiter erprobt ist, könnte ich euch ihn überlassen. Ich könnte euch ins All schießen. Ich bastelte schon eine Rakete, aber es gibt auch etwas, das ich brauche. Vor kurzem erst brach der Vulkan nördlich von hier aus. Ich weiß, wir waren mittendrin. Und dann musst du auch die Maschine im Krater gesehen haben. Ich sah einige Teile von ihr, als ich darüber geflogen bin. Zwei Teile der Maschine brauche ich für meine neue Erfindung. Ein Ventil und ein Wagenrad. Alles klar, Alter. Und wir brauchen noch etwas, das Energie erzeugt. Als die Statue der Stadt im Osten explodierte, waren da zwei Juwelen dran schuld. Jaja, das waren die Augen der Hundestatue. Gut, du weißt genau, was ich suche. Wenn es dir gelingt, mir diese Dinge zu bringen, dann wäre es kein Problem, euch ins All zu schicken. Ich stelle euch meinen Flatterleiter zur Verfügung. Cool. Er kann in jeder dieser Feuergruben landen. Ihr müsst nur auf die Lichtsignale achten. Ihr findet mich in meinem Labor, wenn ihr alle Teile habt. Danach wird es sehr einfach sein, die Teile zu integrieren. Auf Wiedersehen! Okay, also jetzt haben wir ein Flugzeug, einen Flatterleiter, wie er so schön heißt. Dann probieren wir den mal aus. Tja, und so sehen wir zum ersten Mal seit Spielanfang die Welt wieder von oben. Irgendwie sind hier seltsame schwarze Flächen im Bild manchmal. Komisch. Ja. Naja, jedenfalls können wir jetzt hier auf der Karte rumfliegen und Sachen von oben sehen. Zum Beispiel hier sehen wir die Burgen, wo wir gerade herkamen. Hier sehen wir die Käfersteppe, den Vulkan und das Dorf wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist dann hier der Sumpf. Hier ist alle Lachema. Wüste und hier unten geht's dann da zu den anderen Teilen hier. Okay, okay, okay. Aber wir machen das alles mal strukturiert und fangen mal an mit der Suche hier beim Vulkan, würde ich sagen. Erst gehen wir erstmal zu Zora Zotteltopf. Die weiß bestimmt, wo wir das finden. Ah. Jetzt erklären sie auch diese Stellen im Spiel, wo es immer diese komischen Feuer gab, wie wir jetzt wissen, dass es ist. Und der Hund hat sich wieder zurückverwandelt. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, waren lange nicht mehr hier. Jetzt können wir erstmal uns hier durchmetzeln. Das wäre eine super Möglichkeit, um mal ein bisschen die Waffe zu trainieren. Weil tote Gegner zählen als tote Gegner. Egal, wenn wir sie mit einem Schlag umhauen. Elfenbeinspeer reicht Level 2. That's what I'm talking about. Na gut, gehen wir erstmal zu Zora. Junge! Komm, wir müssen zu Feuerauge. Oder auch nicht. Ey, jetzt willst du mich doch trollen, Spiel.
Echt jetzt? Sag mal, was ist da jetzt kaputt? Über 50% Absturzchance. Ist ja episch. Danke. Hi Chris, du siehst geschafft aus. Uff, ja, woher weißt du das? Na, schlauer Bär hat dich auf den Rücken eines großen Vogels fliegen sehen. Nun, dieser Vogel nennt sich Flugzeug. Mein Freund Dr. Gallenstein hat es gebaut. Aber kennst du noch andere Menschen in dieser Welt? Und ob? Zwei von ihnen sind auch aus Groß Ostheim, Hector und Gunilla. Ach, das ist ja ein Ding. Ich kenne die beiden. Sie waren Teil des Experiments. Der Einzige, der verschwunden ist, ist mein Großvater. Gott beschütze ihn. Na, wahrscheinlich ist er in dieser seltsamen Raumstation. Dr. Gallenstein wird mir helfen, mich und Junge dorthin zu bringen. Vielleicht ist das der einzige Weg, nach Groß Ostheim zurückzukommen. Aber zunächst muss ich die Gegenstände finden, die Gallenstein braucht, um mich ins All zu schicken. Zwei der Gegenstände sind Teil der Maschine, die im Vulkanzentrum tätig war. Also beim Vulkanzentrum ist eine Menge Zeug in der Käfersteppe gelandet. Schau dich dort mal um. Oh, danke für den Hinweis. Übrigens, bei diesem Experiment, war da noch jemand außer dir, Hector, Gunilla und deinem Großvater anwesend? Weil irgendjemand verursacht hier große Probleme. Und dieser jemand hat anscheinend auch etwas mit diesen Experimenten zu tun. Eine interessante Theorie. Aber sonst war da keiner, außer dem Butler. Aber der war nur ein Roboter, der zum Reinigen des Labors programmiert war. Nun, in der Raumstation werden wir wohl der Sache auf der Spur kommen. Viel Glück! Lass mich wissen, wenn du deinen Weg zurückgefunden hast. Schnüff! Ja, gut. Ja, gehen die Leute eigentlich noch auf den Vulkanausbruch oder sowas? Schlauer Bär ist zur Käfersteppe gegangen. Er will dort nach alchemistischen Zutaten suchen. Schon wieder? Der Sumpf wurde von der Flut überschwemmt, aber unser Dorf hat überlebt. Och, wir dachten, du hättest den Vulkanausbruch nicht überlebt. Zum Glück bist du am Leben. Hast du schon Schlauen Bär getroffen? Er hat eine neue Formel herausgefunden, die du gebrauchen könntest. Okay. Die Frau hat aber gesagt, er wäre in eine Käfersteppe gegangen. Ich gehe auch trotzdem erstmal zu seiner Hütte und schaue, ob er nicht doch in seiner Hütte ist und die Frau irgendwie nur fehlinformiert ist. Oder keinen neuen Dialog bekommen hat, nachdem Schlauer Bär ganz am Anfang des Spiels von uns aus der Käfersteppe gerettet wurde. Ich glaube, dass es so doof ist, dann doch mal hinzugehen und sich jetzt wieder von uns retten lassen muss. Das wäre nämlich dann langsam ein bisschen seltsam. So, das ist bestimmt nur Blatt. Elixier, na gut. Arr. Oh Mann. Ja. Ich glaube, das liegt, dass irgendwelche Probleme mit dem Musikladen passieren. Man fragt mich nicht, warum. Immer wenn das nicht abstürzt, dann sieht man das daran, dass die Musik tatsächlich wechselt und nicht einfach bloß aufhört. So. Tja, du bist hier. Hallo. Oh, Chris, welche Überraschung. Ich habe von deinem Erfolg im Vulkankrater gehört. Nach dem Ausbruch bin ich wieder zur Käfersteppe gegangen. Einige Maschinenteile sind dort gelandet. Außerdem habe ich Zutaten für eine seltene Formel entdeckt. Sie kann gleich zwei Dinge auf einmal bewirken. Die erste Phase heilt dich, aber die zweite Phase kann noch mehr. Sie füllt deine Kraftpunkte wieder auf. Zwei Wurzeln und ein Tropfen Essig verleihen dir Heilkraft. Ja, ich werde mal Hagelsturm rausmachen und Heilkraft reinmachen, nur zum zeigen. Möchtest du dann kaufen? Ja, bitte. Essig hat er. Möchtest du den Spielstand speichern? Nee. Auf Wiedersehen. So, jetzt mache ich mal was ich damals, als wir beim ersten Mal bei Schlaubeer war, vergessen haben.
Nämlich, schlauer Bär übergibt dem Hund immer was, wenn man mit dem Hund redet und mit ihm. Sagen wir mal. Oh, hallo Junge. Das ist für dich. Ich habe es in der Käfersteppe gefunden. Es ist ein schönes Halsband für einen noch schöneren Hund. Juwelenhalsband erhalten. Ja. So, gut, dann kriegt er jetzt das Juwelenhalsband. Schlaubeer hat auch immer sehr interessante Dialoge mit dem Hund. Tut mir leid, dass ich den ersten Dialog da vergessen habe. Man hätte schon früher ein Halsband von ihm kriegen können, also das Halsband der ersten Zeit, wenn man mit ihm geredet hätte als Hund, aber das habe ich irgendwie vergessen. Tut mir leid. So. Also gut, dann könnten wir in die Käfersteppe gehen. Da sind anscheinend Ersatzteile. Und wie wir gerade gesehen haben, ist, wenn wir jetzt Zutaten kaufen wollten, wird das ein bisschen schwierig, weil wir haben keine Krallen mehr. Sondern wir haben jetzt jede Menge Goldmünzen und keine Krallen. Wenn ich jetzt hier gucke, wir haben jetzt 28 Krallen, aber 27.000 Goldmünzen. Ist die Frage, muss ich überhaupt irgendwas kaufen? Gibt es irgendwas, was ich hier kaufen muss, was hier günstig ist? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich alles, was hier besonders günstig wäre, noch in riesigem Ausmaß. Deswegen, nee. Nee, nee. Aber ich wollte mal Heilkraft demonstrieren. Also, wie ihr schon sagt, Heilkraft hebt Statusveränderungen auf und heilt uns darüber hinaus noch. Sieht doch ganz nett aus. Allerdings hat Heilkraft ein Feature, weswegen ich das wahrscheinlich nicht mitnehme im Vergleich zu Heilaura. Es gibt bestimmte Arten von Statusveränderungen, die Heilaura aufhebt, aber Heilkraft nicht. Frag mich nicht, warum das so ist, ob das irgendein Bug ist, das übersehen wurde oder ob das absichtlich so ist. Aber weil das so ist, ist mir das zusätzliche Heilen, was Heilkraft hat, ist es mir nicht wert, dass ich da Effekte habe, die ich damit nicht aufheben kann. Deswegen werde ich wahrscheinlich Heilaura behalten. Glaube ich. Nicht sicher. Aber ich denke, ich werde Heilaura behalten. Und nicht Heilkraft, eben wegen diesem genannten Feature. So, na gut, aber wir sollten Teile suchen. Eins dieser Teile befindet, also ein Teil befindet sich anscheinend in der Käfersteppe. Das andere suche ich jetzt schon mal. Ihr habt also das Dorf vor dem Untergang gerettet. Nee, das hatten wir schon. Ich wollte mit dem Typen reden, mit Summi. Ach, beim Vakanusbruch wurde eine Menge lustiges Zeug in die Käfersteppe geschleudert. So gerne würde ich dorthin gehen. Doch, beim Abenteuer sollte man bestimmte Gegenstände stets dabei haben. Ja. Ich danke dir für das, was du unserem Dorf getan hast. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. So. In der Käfersteppe befinden wir aber nur einen Teil, was wir suchen. Das andere Teil befindet sich tatsächlich am Vulkan selber. Deswegen werde ich jetzt erstmal noch hier nach oben gehen. Du brauchst mich gar nicht versuchen aufzuspeisen. Meine Verteidigung ist zu krass. So. Ach, das kannst du auch, aber es macht kaum Schaden. Na gut. Jetzt mach mal was, Hund. Mann. Junge. So. Nein. So. Das andere Teil, weil wir suchen ja ein Ventil und ein Wagenrad. Eins von den beiden befindet sich wahrscheinlich in der Käfersteppe. Da haben wir jetzt schon ganz viele Hinweise gekriegt, dass da was ist. Das andere befindet sich aber am Vulkan. Ich weiß nicht, ob man danach den Hinweis dafür kriegt oder irgendwo von irgendjemand fürs anderem. Ich werde jetzt aber trotzdem einfach mal zum Vulkan gehen und mir das holen. Bin mir nicht ganz sicher, von wem man den Hinweis dafür eigentlich kriegt, dass das da beim Vulkan selber ist. Nicht sicher. So. Na, habt ihr mich hier schon vermisst? Ich habe hier sehr lange offscreen gelevelt, hier, indem ich immer wieder den Vulkan hoch und runter gelaufen bin. So. Ich könnte doch nichts. So.
Man kann jetzt nämlich wieder versuchen, auf die Vulkanspitze zu kommen, wo früher dieser eine Alchemie-Typ war, der uns die Telekinese-Formel irgendwann mal belassen hat. Der ist jetzt aber, weil der Vulkan ausgebrochen ist, ist er da natürlich nicht mehr. Aber es passiert etwas anderes, wenn man da hingeht. Na komm her, Junge, nicht so langsam. Ich habe den Eindruck, der Hund in der Steinzeit ist am allerlangsamsten, beziehungsweise am gemächlichsten, seinem Laufstil. Der Pudel ist vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja, aber wir sehen hier, an der Vulkanspitze ist die Lava. Ich will jetzt aber nicht in die Lava reinfallen. Nein, 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 nein. Genau, schön vorbeispringen. Und wir landen jetzt hier. Und wir finden hier ein Ventil. Gut, dann haben wir schon mal eins von den beiden Teilen. Da! Ah, ich kann so nix. So. Ach, bleib doch hier. Komm her. Danke. Na, der Hund lässt sich mal wieder auffressen hier. Ah. Komm her. Komm, Raptor. Danke. Na gut, es war der Hund. Na gut. Egal. Gut, jetzt können wir wieder zurückgehen und in Richtung Käfersteppe aufbrechen. Aber ich nehme noch gerne die toten Gegner mit, damit der Elfenbeinspeer noch ein bisschen mehr Waffenerfahrung kriegt. Das finde ich nämlich nicht schlecht. So. So. So, wenn das damals immer schon so einfach gewesen wäre, hier einmal draufhauen und weg ist es. So. Nein. Verdammt, so. So. Gut, dann sind wir jetzt wieder zurück im Dorf. Haben irgendwie die Händler hier noch irgendwas Spezielles jetzt? Ich gehe mal einmal hier ein bisschen rumgucken, auch wenn es vielleicht nur Zeitverschwendung ist. Hallo? Ich habe gerade neue Ausrüstungsgegenstände reinbekommen. Bist du interessiert? Nee, die sind nicht neu, die sind uralt. Quasi steinzeitalt. Ja. Gut. So, du hast übrigens gelogen, Frau. Der ist gar nicht in der Käfersteppe, der ist in seiner Hütte gewesen. So. Dann die Pflanzen. So. So. Na, die halten, glaube ich, ein bisschen mehr aus, die Jungs. Ja, aufgeladen ist vielleicht nicht notwendig, aber dann habe ich die meisten Gegner für mich selber. Ich weiß nicht, ob ich Waffenerfahrung kriege, wenn der Hund was kaputt haut. Wenn das jemand von euch wissen sollte aus irgendwelchen Quellen, dann kann man das, dann glaube ich euch das gerne. Könnt auch einfach nachgucken, was passiert, wenn der Hund was kaputt macht, aber ist mir immer zu viel Aufwand, deswegen weiß ich es nicht. Aber der Elfenbeinspeer ist schon fast auf Stufe 3, das ist gut. Aber jetzt müssen wir den ganzen Weg in die Käfersteppe nochmal laufen. Aber wenn das natürlich jetzt ein bisschen schneller geht als damals, weil wir A, den Weg kennen noch einigermaßen und B, die Gegner überhaupt keine Herausforderung mehr sind. Nein. So.
Ach, jetzt habe ich den gar nicht. Na gut. Komm her, danke. Tschüss. So, gibt es irgendwelche Zutaten, die ich kaufen muss? Ich glaube nicht. Ich habe eigentlich noch alle Zutaten in völlig ausreichendem Maße da. Gehen wir mal in die Käfersteppe. Was soll sich uns schon Gefährliches in den Weg stellen, ne? So. So. Ja, ich nehme die kleinen Gegner mal noch mit wegen der Waffenerfahrung. Danke. So. Sind gleich da. Was haben wir denn hier? Geld? Blatt? Nee, Blatt brauche ich nicht. Ach, das ist mir den Weg jetzt nicht wert. Ich gehe einfach hier lang. Schauen wir mal, ob ich den richtigen Weg noch beim ersten Mal auf die Reihe kriege. Ich glaub's ja nicht, aber man kann ja immer Hoffnung haben. Komm her. Ach. So. Hm. Nein. Komm her. Aua. Wow, das hätte ich ja nicht geglaubt, dass ich den Weg hinkriege. Aber es ist passiert. Unfassbar. Ich glaube, wir mussten hier nach links. Ich glaube, hier mussten wir nach links. Ist da noch was? Wasser gefunden, ja, das nehme ich noch mit. So, huch. So, gehen wir hier lang. Wie viel Erfahrung fehlt uns eigentlich noch für die 77? Nee. Nee. Fehlt uns noch ein bisschen was. So. Da lang. Da kaputt. Und dann gehen wir mal noch hier rein. Vigo ist zurück. Oh ne, die ist glaube ich anders. Jedenfalls ist dieses komische Riesenkäferfies wieder da. Aber es ist ein bisschen stärker geworden. Oder es ist sein Bruder, der sich jetzt hier niedergelassen hat. Ich weiß das noch nicht. Wir wurden nie vorgestellt. Ich habe nicht getroffen. Okay. Egal, wir haben Lanzenattacken. Ist jetzt hier Gorvul, heißt er jetzt. Na gut. Er kann zaubern. Gar nicht mal schlecht. Muss mich, glaube ich, mal heilen. So. Nee, die rechte Klaue bitte erst. Ich mach dir erstmal deine Klauen kaputt, mein Freund. Die linke. Die rechte wieder. Irgendwie ist eine der Lanzen ausgefallen oder ich habe falsch gedrückt. Das kann natürlich auch passieren. Halt noch ganz schön was aus, diese Klauen hier. Echt nicht schlecht. Nee. Sie fallen echt viel aus. Leben immer noch.
Ich habe schon einige Lanzen auf die geworfen. Jetzt aber. So. So, Hund, dann gehen wir mal hier rein. Du musst ein bisschen näher kommen. Ja, sehr gut. Das hat uns zwar ein bisschen geschreit. Mein Deutsch ist heute wieder total gefailt. Wow. Ah, das hat ihm, glaube ich, wehgetan. Das machen wir nochmal. Nee, das war zu früh, Hund. Oh, Kantonado. Ja, ich heil mal lieber nochmal aus Vorsicht. Auch wenn wir erst zur Hälfte angeschlagen sind ungefähr, man weiß ja nie, was noch passiert. So. Aber ruft diesmal keine kleinen Viecher herbei, wenigstens. Das macht den Kampf schon mal weniger hektisch. Als Anu dazu mal. Ach, wieso habe ich mit dem Standardschlag 200 Schaden gemacht? Das war jetzt auch ein bisschen übertrieben. Aber hält durchaus das aus, der Junge. So, ich glaube, ich kürze das jetzt mal hier ein bisschen ab. Ich war nämlich vor dem Kampf schon über der Zeit, aber ich habe keinen guten Vorwand gefunden, warum ich jetzt sage, ich höre jetzt auf. 600. Alter Falter. Okay, jetzt brauchen wir aber auf jeden Fall eine Heilung. So, nimm noch ein paar Lanzenattacken. Wir geben dir gewissermaßen eine Herzmassage. Okay, wenn ich hier stehen bleibe, werde ich nicht so weit zurückgeworfen, dass ich da wieder hinlaufen muss. Wenn ich gut. Oh, du hältst 4000 Krallen. Ja, stirb schon. So, was sich wohl diesmal in Kokon befindet, ist es ein Wagenrad. Ja, es ist ein Wagenrad. Wunderhübsch. Ja. Ich würde aber sagen, weil die Folge schon wieder maßlos überzogen ist, mache ich an dieser Stelle Schluss. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie wir uns die Diamantenaugen der Hundestatue zurückholen. Vielleicht hat sie Hector Lector ja noch, der jetzt in alle Lache immer wahrscheinlich residiert, weil er jetzt sowas wie der Herrscher geworden ist. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!